Liebe Walking Dead-Freunde, leider kommt es in der folgenden Episode bei meinem Gesprächspartner Andreas immer wieder zu kleinen Tonproblemen. Wir bitten dies zu entschuldigen. Das Problem saß vor dem Rechner. Viel Spaß. Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wir haben es geschafft. Ed Michaela. Track Nerds Intro abgespielt. Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Oh Schreck, die Untoten sind nicht tot. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Dead Nerd Stalking, dem Walking Dead Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Andreas. Dienstagabend, 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus mit Dead Nerds Talking. Mein Name ist Chris und zu meiner Rechten der Gast, Nerdizist und geschätzte Walking Dead, ja, wie soll ich sagen, Leidensgenosse, Andreas, hallo. Ich bin schon froh, dass du mich nicht als Walking Dead Enthusiast vorgestellt hast nach diesen beiden Folgen, aber dazu später mehr. Ich habe auf Twitter vorhin geschrieben, wir starten so eine Art Selbstexperiment. Wir werden gucken, ob wir 60 Minuten über Walking Dead reden können, ohne einzuschlafen. Das versuchen wir ja eigentlich schon seit ein paar Jahren, oder? Also deswegen schauen wir mal. Es wird irgendwie nicht besser. Und welche zwei Episoden besprechen wir heute? Wir reden über die Folgen 19 und 20, also Folge 3 und 4 dieser kleinen Mini-Zusatzstaffel 10C. Und bevor du zu deinem Recap kommst und wir auch dann das Feedback haben, wer uns heute zum allerersten Mal hören sollte oder irgendwie zufälligerweise in diesen Stream hier reingekommen ist. Wer sind wir? Wir sind Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer, und ihr findet uns in allen sozialen Medien, wenn ihr einfach über Nerdizismus mal was versucht. Wir reden nicht nur über The Walking Dead, sondern wir reden auch ab nächsten Montag wieder über Falcon and the Winter Soldier in unseren Hero Nerds. Wir reden über Star Trek, wir reden über Cosplay, wir reden über Westworld und natürlich auch wie heute eben über The Walking Dead. Und der Michael macht das alles viel besser, weil der macht das irgendwie wie schon seit Jahren, und ich verhaspel mich jedes Mal. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann könnt ihr das tun unter der 01525 964 7709, oder ihr schreibt uns eine E-Mail an info@nerdizismus.de, oder ganz neu, ihr geht auf nerdizismus.de/discord und joint dort unseren Discord-Channel. Dann könnt ihr in den einzelnen Discord verzeichnet mit uns über die Folgen und die Serien und Filme, die wir besprechen, reden. Und das ist eigentlich so ein bisschen gerade das gute Stichwort, denn wir haben auch wieder zu unserer letzten Folge etwas Feedback bekommen. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wir beginnen mit einer WhatsApp. Die hat uns der Benjamin geschickt. Hallo liebe Nerdizisten, ich habe gerade eure Folge zu den ersten beiden TVD-Folgen gehört. Am Ende seid ihr über die Frage gestolpert, welche Figur von ganz früher da mal zurückgebracht, aber dann kurze Zeit später wieder umgebracht wurde. Und Andreas sprach dabei noch von einem Kampf in einem Hochhaus zwischen weißen Planen. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich gut und dachte ja, das wäre vielleicht ein Fiebertraum gewesen. Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, ob uns Benjamin da aufklären kann. Ja. Ich glaube, er hat da zwei unterschiedliche Dinge miteinander vermengt. Der Kampf in dem Hochhaus war der erste Nahkampf von Daryl und Beta, der damit endete, dass Beta in einen Fahrstuhlschacht stürzte und das überlebt hat. Die Vermutung hatte ich ja auch, dass du das meinst. Der Typ von früher war in einem Kampf mit den Saviors zu Beginn der Staffel 8. Der hieß Morales und gehörte ursprünglich zu der Gruppe, die sich am Ende von Staffel 1 von Ricks Gruppe getrennt hatte, um woanders hinzuziehen. Hier war er nun auf Seiten der Saviors und hatte Rick mit seiner Waffe bedroht. Sie haben sich kurz unterhalten und man hat so mal die andere Seite gesehen, nämlich dass Rick und seine Gruppe in den Augen der anderen ebenfalls die Bösen sind, bis er dann hinterrücks von Daryl erschossen wurde. Genau. Er hatte auch ein Baby dabei,
das dann von Aaron adoptiert wurde. Richtig, Morales hieß der Typ. Ja. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen mit euch und ich habe mich bis dahin hoffentlich daran gewöhnt, Nerdizismus-Folgen zu hören, in denen nicht Chris das Recap macht. Viele Grüße, Benjamin. Ja, ich will dich ja immer ein bisschen entlasten mit diesem Recap. Ne? Das ist auch wirklich super, super, super nett und super freundlich von dir und auch von Michael, die ihr das übernehmt. Ich werde das natürlich weiterhin bei Star Trek machen und ihr tut mir auch ein bisschen leid, weil ich habe den angenehmeren Teil. Ihr müsst also andere Dinge zusammenfassen und wie ich immer sage, die Pointen schreiben sich von selbst. So, dann haben wir noch eine Nachricht von Al Mercy. Er ist ja ein treuer Kommentator und so auch dieses Mal. Hey, ihr lest diese Kommentare ja tatsächlich. Ja, natürlich lesen wir die Kommentare. Ja, wir Podcaster und ich glaube, Andreas, da spreche ich für dich auch. Wir leben für Kommentare. Absolut, unser Brot. Mhm. Ja. Wir verdienen kein Geld damit, wir machen das for free und aus Spaß an der Freude und die maximale Freude haben wir, wenn wir Kommentare kommentieren können. Es ist einfach so, ja. Deswegen mögen wir auch die Track-Nerds wissen, weil dann natürlich einfach das Postfach überquillt und bei Game of Thrones war das auch so und bei The Walking Dead kommt es jetzt so langsam wieder und bei den Hero-Nerds, da müssen wir uns noch ein bisschen eine Community aufbauen. Das ist völlig normal, aber ja, liebe Hörer da draußen, Podcaster leben für Feedback. Und wir haben ja das Glück, dass wir jetzt hier durch den Stream schon ein bisschen interaktiver mit euch sind. Aber auch alle anderen Podcasts, die ihr da draußen hört, gebt uns Feedback. Jetzt mal wirklich, schreibt auf iTunes, schreibt Rezensionen. Auf Podcast Addict könnt ihr auch Rezensionen schreiben. Wenn also euer Podcatcher Podcast Addict schreibt Rezensionen. Das hilft diesen blöden Algorithmen einfach zu sagen, das ist eine jote Show und dann kommen wir nach oben. Ja? Das mal so als Lanze. Für die Podcast-Szene. So, also wir lesen die Kommentare tatsächlich, ja. Was machen wir? Ich hatte mehrere Serien versucht als TVD-Ersatz, auch Set Nation, aber Lost ist das, was TVD am nächsten kommt aus meiner Sicht. Du erinnerst dich, Al Mercy hatte beim letzten Mal ja gesagt, dass er stattdessen auf Lost gestiegen ist. Die Idee mit der Hund-Origin-Story ist einfach genial. Die ganze Folge aus der Sicht des Hundes, das wäre doch mal was. Wie er Daryl kennenlernt, nach Alexandria kommt, dann spürt er die verschollene Connie auf und macht seinen ersten Zombie-Kill, um sie zu retten und am Ende verkuppelt er sie mit Daryl. Und bei guten Quoten gibt es eine eigene Spin-off-Serie über Hund. Besser als nervige Teenager ist das allemal. Ganz ehrlich, was du gerade beschrieben hast, war doch so mehr oder weniger der durchschnittliche Plot einer Lassie-Folge. Ja, im Prinzip schon. Aber soll vielleicht die Macher von The Walking Dead nicht auf falsche Ideen bringen, weil solche Ideen neigen die dazu durchzusetzen. Deswegen Vorsicht, Vorsicht. Ein Gegner, der nicht von Kirkman kommt zum ersten Mal, das hast, glaube ich, du gesagt, The Wolves, die Schrottplatzleute, die Highwaymen. Okay, gab dann wohl doch schon einige andere, ich glaube, das möchte er damit sagen. Ach ja, Negan, mein Reizthema. Das ist der einzige Charakter in TVD, den ich wirklich hasse. Der muss halt aufgrund der vielen Fans irgendwie in die Gruppe rein. Da entdeckt Rick, der sonst jeden Gegner gnadenlos ausschaltet, seine Liebe zum geregelten Strafvollzug. Maggie, die Gregory am nächsten Baum aufhängen lässt, lässt Negan leben. Und schon ist er rehabilitiert und einer von uns, ja, die Plot-Arme. Wie das sonst geregelt wird, sieht man ja an Dante. Ja, da ist definitiv was dran. Ja, definitiv. Aber ich meine, darüber bin ich ehrlich gesagt ganz glücklich, weil ich finde, eben Negan ist ein guter Faktor in dieser Gruppe. Ein Faktor, der immer wieder auch zu Konflikten führen kann. Und diese Konflikte möchte ich dann auch gerne sehen. Da stimme ich eben unserem Kommentator an dieser Stelle nicht zu. Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich kann also aus, wenn du mit realistische Maßstäbe ansetzt, ja, bin ich vollkommen bei dir. Setze ich halt, wie Michael immer sagt, Zombie-Soap-Maßstäbe an, dann muss er einfach da bleiben. Ist nicht da irgendwie so der Böse oder der Unsympath bei GZSZ auch schon seit 30 Jahren der gleiche? Natürlich, Wolfgang Barrow als der großartige Dr. Joe Gerner, bitteschön. Ja, aber ich meine, wir können ja auch noch eine andere Sache ansetzen, ne? Also wenn wir mal betrachten, wie da grundsätzlich mit Störern des Friedens irgendwie umgegangen ist, dann ist vielleicht die Kritik eher zu üben an so einem Umgang mit Gregory als einem Umgang mit Negan. Eigentlich ist das, was sie mit Negan machen, ja das Richtige, mal aus unserer Perspektive einfach betrachtet. Du meinst im Sinne des der Rehabilitation und des sozial verträglichen Strafvollzugs?
Ja, und allgemein Menschenrechte und sowas. Ne? Also Todesstrafe ist jetzt nicht unbedingt das, was wir jetzt irgendwie vertreten würden. Deswegen musste man ja zwischendurch auch mal wirklich dran so ein bisschen zweifeln, ob denn Rick wirklich der Positive ist. Also gerade in den letzten Staffeln, in den letzten Rick-Staffeln hat man ja noch öfter gesehen, dass Rick sogar von seinem eigenen Sohn hinterfragt worden ist, weil er eben so seltsame Sachen öfter immer wieder gemacht hat. Und dazu gehört sicherlich auch, dass er da ein Strafsystem eingeführt hat, was gar nicht mehr ging. Ich glaube auch tatsächlich, dass Carl der ausschlaggebende Faktor war, dass Negan im Endeffekt nur eingekerkert worden ist und nicht sofort umgebracht, oder? Also ich meine, eigentlich ist das ja eine gute Nummer. Ja, ich krieg's gerade nicht mehr ganz zusammen. Was ich aber weiß, ist, dass ja Rick definitiv zur Selbstjustiz neigte. Ja. Ja. Hat er nicht diese eine Gruppe von Neuankömmlingen da, waren das nicht diese Highwaymen, die er einfach gekillt hat? Die wurden von den Whisperern gekillt. Aber es gab doch so eine Gruppe von Neuankömmlingen, wo er einfach auch drei über den Haufen geknallt hat. Sind die Highwaymen tot? Ich dachte, die hätten sich in Oceanside integriert. Ey, sind die nicht von den Whisperern? Ey, ich sehe schon die Kommentare wieder kommen. Ja, aber das ist gut, das ist gut. Ihr helft uns da weiter. Man kann auch über 10 Staffeln mal immer wieder ein bisschen was vergessen. Exakt, vor allem bei dem Serienkonsum, den wir halt an den Tag legen. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Und eine Sache, auf die mich die Neuverfilmung von The Stand gebracht hat, das ja auch eine Endzeit-Apokalypsen-Vision von Stephen King ist, gibt es auf Amazon Stars gerade zu gucken, 9 Folgen von der Miniserie, wenn ihr dieses, nicht Stars, das ist ja bei Disney Plus, Starplay heißt das, glaube ich. Starplay, heißt dieser, heißt dieser Channel. Und da kann man eine 14-Tage-Testversion machen. Also von daher kann man sich das Stand da wunderbar mal reinziehen. Ist gar nicht so schlecht, kann man so weggucken. Aber ein Aspekt, der mir da aufgefallen ist, der in The Walking Dead überhaupt nicht zum Tragen kommt, ist nämlich, dass in der Endzeit-Apokalypse von The Stand, wo auch durch Captain Trips, also ein Virus, eine Grippe, alle 99% der Menschheit sterben, dass aber da Ressourcen kein Thema sind. Mhm. Also in The Stand ist alles im Überfluss da. Alles. Das ist ja eine perfekte Überleitung, lieber Chris, auf diese 19. Folge, die du hier hingelegt hast. Meine Güte, als hättest du es gelernt. Das ist ja der Hammer. Und deswegen gebe ich in dieser Stelle einfach mal über an dich und dein Recap für die 2 Folgen 19 und 20. Dann versuchen wir das doch mal. Ich hatte 2 Optionen, wie ich diese beiden Folgen zusammenfasse. Die eine Option war, ich mache es in 3 Sätzen. Das wäre gegangen. Ich habe mich für die andere Option entschieden, nämlich zu versuchen, so ein bisschen was noch aus diesen Folgen rauszuholen. Trotzdem war es jetzt nicht unfassbar viel. Du hast gerade schon den Supply Run quasi indirekt angesprochen. In Folge 19 namens One More oder wie heißt sie auf Deutsch? Noch eine mehr oder so? Noch eins mehr? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ja. Da befinden sich Aaron und Gabriel auf so einem Supply Run und zwar zu Fuß mit Rucksäcken. Wir können gleich mal überlegen, wie sinnvoll das ist. Leider treffen sie überall nur auf Walker, obwohl sie so eine Karte von Maggie dabei haben. Offenbar waren an einer Stelle auch die Reaper unterwegs, denn an einem abgebrannten Haus finden sie verkohlte Leichen. Und das ist vielleicht schon das Größte, was diese Folge für die Gesamthandlung beiträgt. Aaron ist nach 2 Wochen schon völlig entnervt und will aufgeben, aber Gabriel motiviert ihn noch eine mehr, One More. Da droppt er den Episodennamen. Und schließlich finden sie tatsächlich auch einen Ort, der nicht auf Maggies Karte ist, nämlich ein abgeschlossenes Lagerhaus. Dort gibt es zwar wieder keine Konserven oder ähnliches, aber in einem Büro findet Aaron ein Wildschwein und quiekt dabei so laut, dass Gabriel sich totlachen muss. Sie schleppen das Wildschwein aber tatsächlich jetzt nicht nach Alexandria, sondern machen eine kleine Barbecue-Party. Schön dabei ist, Gabriel hat sogar noch eine Flasche sündhaft teuren Whisky gefunden. Sie betrinken sich so hemmungslos, dass man Angst um Aaron haben muss, der seit einiger Zeit einen Morgenstern als Prothese trägt. Wie sinnvoll das ist, auch darüber können wir noch mal ein bisschen reden. In der Nacht steht Aaron zum Pinkeln auf und kehrt bis morgens nicht mehr zurück. Gabriel sucht dann nach ihm und findet den T-1000. Robert Patrick, der hier Mace spielt, hat Aaron eingesperrt und stellt Gabriel jetzt zur Rede. Denn das war sein Wildschwein, es war sein Whisky. Und dementsprechend ist er jetzt übel gelaunt. Allgemein merken wir mit der Zeit, Mace ist ein sehr, sehr instabiler Typ. Und Gabriel und Aaron, den er dann nach 2 kurzen Schockeffekten relativ unversehrt wieder befreit und an einen Stuhl gegenüber Gabriel fesselt,
Die versuchen dann mit so einer Good Cop, Bad Cop Tour an Mace ranzukommen und sich ihm als Freunde zu verkaufen. Das Ganze, während Mace die beiden russisch Roulette spielen lässt. Am Ende klappt es aber und Mace schneidet die beiden los. Und dafür tötet Gabriel ihn dann auf der Stelle, denn er hat laut Gabriel ja gezeigt, dass er unberechenbar ist. Dann aber noch eine Überraschung. Auf dem Dachboden finden die beiden Mace Bruder, ebenfalls gespielt von Robert Patrick, den Mace angeblich vorher getötet hat. Fehleinschätzung offensichtlich auf Seiten Gabriels, dass das stimmte. Naja, das Problem erledigt sich dann aber schnell, denn Mace Bruder schnappt sich die russische Roulette-Pistole und bläst sich mit der letzten Kugel den Schädel weg. Das war's mit dieser Folge. Und in Folge 20 befinden wir uns dann plötzlich im Commonwealth wieder. Wir erinnern uns, Eugene, Unico, Ezekiel und Princess sind mit Fahrrädern losgefahren, um nach Eugenes Flamme Stephanie und ihre Gemeinschaft zu suchen. Und auf dem alten Güterbahnhof wurden sie dann von Stormtroopern umstellt. Und genau da setzt die Folge an. Princess hat nämlich leider irgendwas Blödes gemacht, was man nie machen sollte, wenn man so hemmungslos unterlegen vor einer Armee steht. Sie greift nach einer Waffe. Das hat dann dazu geführt, dass Unico niedergeknüppelt wird und alle in Waggons eingesperrt werden. Ein bisschen hat mich das an Terminus erinnert, aber da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Dann entwickelt sich ein Charakterporträt von Princess. Die macht sich berechtigterweise erstmal große Vorwürfe wegen ihrer dummen Aktion und dem Zustand von Unico. Zu Beginn kann sie auch noch mit Unico im Nebenwaggon sich unterhalten und dann verstummt Unico, was Princess noch mehr Sorgen macht. Gott sei Dank findet sie ein notdürftig gestopftes Loch in ihrem Waggon. Sie kann dann eine Platte zur Seite biegen und hinausklettern. Und im Wagen hinter ihr ist Eugene. Und der befiehlt ihr, sofort wieder reinzugehen. Der glaubt ja an das Gute und vor allen Dingen, weil das hier natürlich die Gruppe seiner Flamme Stephanie ist. Princess befolgt das auch. Im Wagen bemerkt man immer mehr, dass Princess nicht nur mit Selbstvorwürfen, sondern auch mit irgendwelchen anderen Issues zu kämpfen hat. Könnte Platzangst sein, wobei der Waggon nicht so klein ist. Aber auch diese Angst vor Infektionen, weil sie beim ersten Durchsuchen des Waggons sich so ein Splitter eingefangen hat. Deswegen heißt die Folge, glaube ich, auch Splitter oder Splinter oder so. Offenbar sind diese Ängste aber nicht akut, sondern schon länger da, denn Princess hat so Coping-Strategien entwickelt. Also sie zählt Hauptstädte auf oder zählt auf Spanisch, um sich selber zu beruhigen. Wir erahnen, dass Princess auch schon vor der Apokalypse in keinen guten Verhältnissen aufgewachsen ist. Missbräuchliches Zuhause, wie auch immer. Die wird dann vorübergehend an einem anderen Ort befragt von diesen Typen, die sie da festgehalten hat. Aber sie sagt nichts, weswegen sie wieder in den Waggon gebracht wird und zuvor niedergeschlagen wird. Und plötzlich kommt Ezekiel in den Waggon geklettert. Aber wir merken sofort, das ist eine seltsame, brutale Version von Ezekiel. Und hier wird klar, Princess ist nicht nur schräg, Princess ist paranoid. Und damit haben wir als Hauptcharakter dieser Folge eine nicht verlässliche Erzählerin. Und das verändert natürlich diese gesamte Folge irgendwie. Wir müssen alles, was in dieser Folge gezeigt wird, ab jetzt hinterfragen. Und das wäre, eine Wache kommt rein, bringt ihr Essen, Ezekiel steckt sie nieder, es entwickelt sich ein Kampf, an dessen Ende die Wache völlig zu Brei geschlagen wird. Princess flüchtet vor ihrer eigenen Tat, die sie in diesem Moment als ihre eigene Tat realisiert. Sie läuft weg, aber auf der anderen Seite des Zauns, wo sie flüchten könnte, lehnt Ezekiel mit zwei Zombies und hält sie faktisch auf. Sie geht dann wieder in ihren Waggon und macht einen Deal mit der Wache, hat sich dann also final wieder einigermaßen im Griff, könnte man meinen. Dann wird sie dadurch freigelassen, aber natürlich erstmal nur mit einem schwarzen Sack über dem Kopf. Offenes Ende, über das wir sicherlich, schätze ich, gleich reden werden. Ja, was sagen wir dazu jetzt? Es hat länger gedauert, als ich dachte. Ich hätte mich ja, um billige Lacher und einfachen Applaus zu erheischen, für die Dreisatzvariante entschieden. Ja, aber du ich nicht. Ich kann dir noch kurz improvisieren. Also, Eugene und, nee, Quatsch, Moment. Aaron und, jetzt habe ich schon wieder den Namen hier vergessen. Aaron und Gabriel. Aaron und Gabriel machen eine Buddy-Tour, machen Barbecue-Party, besaufen sich und bringen dabei zwei Typen um. Und Princess hat Issues. Punkt. Ja, genau. Ich weiß ehrlich gesagt, wollen wir über beide Folgen, also reden wir erst über die 19er. Okay, reden wir erst über die 19er. Okay. Ich weiß ja schon, wir machen, haben ja so ein Minimal-Vorgespräch gemacht, indem wir uns zwei, drei Nachrichten hin und her geschrieben haben. Ich weiß ja schon, dass du die 19er noch besser fandest als die 20er.
Also auf einer, Skala von war die 19er wenigstens noch, ja. Ich fand die wirklich relativ schrecklich. Das einzig Schöne an dieser Stelle war Robert Patrick, den ich als Darsteller wirklich sehr, sehr gerne mag, der eine sehr, sehr gute Präsenz auch hatte, finde ich, in dieser Folge. Ich kenne ihn tatsächlich gar nicht aus den Terminator-Filmen. Ich weiß natürlich von so einem popkulturellen Nebenrauschen, was ich dann immer halt irgendwie mitbekomme, dass er den T-1000 in T2 gespielt hat, ne, Terminator 2. Aber ich kenne ihn aus einer richtig patriotischen Quatsch-Action-Serie. Kennst du das? The Unit, eine Frage der Ehre? Nee. Hast du mal gehört? Nee, überhaupt nicht. Also amerikanischer Patrioten-Kitsch über so eine Experten-Army-Truppe, die immer mal wieder zu irgendwelchen Experteneinsätzen gebracht wird. Und Robert Patrick ist der Chef von denen. Die guckt sich sehr, sehr schön weg, weil man dabei vollständig das Gehirn abschalten kann. Man muss es auch abschalten, aber dann macht diese Serie sehr, sehr viel Spaß. War irgendwann mal, ich glaube, so um die 2008, 2009 herum oder sowas, ein paar Staffeln. Daher kenne ich Robert Patrick ganz gut und sehe ihn wirklich ganz gerne. Aber ansonsten fand ich diese Folge wirklich fürchterlich, also richtig schlimm. Gabriel ist eine Figur, die sich mir absolut nicht mehr erschließt. Ich weiß nicht, was dieser Typ soll. Ich weiß auch nicht mehr, was seine Rolle ist. Aaron fand ich immer ganz sympathisch, so als Scout, aber jetzt gerade ist er auch nicht mehr Scout, sondern jetzt gerade ist er irgendwie nur noch ein irgendwie gebrochener Charakter, der mit seinem Morgensternarm, was für eine sinnlose Nummer, was passiert, wenn er sich mal kratzt, da durch die Gegend läuft. Also ich kann mit den Figuren überhaupt nichts anfangen. Ich fand es ganz, ganz schwierig, dass die diesen Supply Run gemacht haben mit Rucksäcken. Sind die 2 Wochen unterwegs? Was wäre denn, wenn die was gefunden hätten? Hätten die 2 Wochen lang mit diesen Rucksäcken wieder zurücklaufen müssen? Also richtig, richtig sinnlos. Also hat mir überhaupt nicht gefallen. Nee. Ich fand es ganz schön, dass sie sich mal besoffen haben. Also, das würde ich wahrscheinlich in dieser Apokalypse viel öfter tun, aber man muss natürlich auch erstmal was finden. Ja, ich kann völlig verstehen zu jedem Punkt, den du gesagt hast. Absolut. Ja. 100% bin ich bei jedem Punkt bei dir. Die Rucksäcke sind mir aus irgendeinem Grund auch sofort aufgefallen. Ja, dann natürlich auch wieder, wir haben es schon so oft thematisiert und es wird einfach, die räumlichen Dimensionen werden langsam halt einfach komplett lächerlich. Ja, in diesem Gebiet dürfte es nichts mehr an Supplies geben. Ja, also ja. Es müsste alles schon längst abgegrast sein. Außer man, oder es gibt eben so viel davon, wie ich halt eben sagte, der Ansatz bei The Stand ist, naja, wenn nur noch 10% der Menschheit leben, bei The Stand sind sogar noch weniger, dann gibt es genug für alle. Ja, das stimmt, klar. Also es darf eigentlich gar keinen Mangel geben, es müsste eigentlich genug für alle geben. Und okay, bezüglich Gabriel greife ich ein bisschen vor, ich glaube, wir werden Gabriel nicht mehr so lange sehen. Mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ich glaube nämlich auch, oder andersrum, ich fühle mit dir, dieser Charakter ist irgendwie auserzählt. Also ja, wenn er jemals überhaupt irgendeine Rolle hatte, aber er bekommt ja auch keine mehr, außer irgendwie der jedes Mal komplett, also der man kann ja gar nicht sagen out of character, weil der ist ja, was ist der überhaupt für ein Charakter? Der fing irgendwie an als Prediger, dann war er irgendwie der hinterlistige Feigling, jetzt gehört er irgendwie so zu der Gruppe, hätte sich im Ende der Folge der 10. Staffel sogar fast geopfert. Er war bereit dazu und okay, jetzt hat er sich so, ja, aber jetzt ist er halt auch langweilig geworden irgendwie. Vergiss dann, nicht, dass er zwischendurch noch in einer polyamorösen Beziehung mit Siddiq, Eugene und Rosita war. Ne? Danke, richtig, habe ich auch noch, war auch so völlig im Mittel, so völlig out of nothing, ja, kam die Geschichte. Und jetzt killt er den Typen einfach so. Okay. Da ist dann für mich Aaron schon, ich meine, Aaron war das totale Milchbubi, als der angekommen ist vor 3 Jahren oder wann das war. Ja. Ja? Der hatte ja Rick gefunden, ne? Der war ja so ein Alexandria-Scout, ne? Und da hatte der Rick gefunden, wenn ich mich genau, erinnere. Genau, richtig, genau. Und dann hat er ja den Tod von seinem Freund durchmachen müssen und so weiter. Mhm. Sich dann, hat er nicht das Baby adoptiert? Ja, ne? Ja, ich meine. Genau, richtig, genau. Und so weiter, da ist zumindest so, und jetzt ist er ein guter Kämpfer und hat dann zum Beispiel auch hier jetzt mit Gamma so ein bisschen sich angefreundet.
Also wenn von beiden, dann kann ich eher noch mit Aaron irgendwie was anfangen. Ja, ja, der Morgenstern ist halt einfach vor der Optics. Der sieht halt einfach nur gut aus. Also worauf ich aber hinaus will, ist eigentlich, in den Comics ist ja, auch übrigens Spoiler-Warning, ne, für die Comics, in den Comics ist Gabriel ja schon tot durch die Whisper. Okay. Das heißt, und er fällt von einem Wasserturm. Ah, das habe ich noch ausgelassen, nämlich bei der beim Rückblick. Sie schauen am Ende auf den Wasserturm und ich habe natürlich die Anspielung nicht verstanden, weil ich die Comics nicht kenne. Also, aber auch, das war dann wahrscheinlich eine Anspielung für die Comic-Kenner nach dem Motto, aha, sie schauen jetzt auf einen Wasserturm, das heißt, bald ist es aus mit Gabriel. Das ist die Schlussfolgerung, die man daraus ziehen könnte. Ja. Mhm. Und das passt natürlich auch noch so schön zur Dramaturgie. Ne? Nur noch diesen einen, komm, den einen machen wir noch. Ja. Ja. One last job. Ja, und da kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich habe angefangen, kurzes Off-Topic, ich habe angefangen, Path of Exile zu suchten. Mhm. Kennst du das? Nee, kenne ich nicht. Aber Diablo kennst du das, das PC-Spiel, ja. Diablo. Okay, das ist wie Diablo im Grunde genommen, nur Free-to-Play. Ich hatte wieder Bock auf so ein Hack and Slay. Und siehe da, es packt einen natürlich sofort wieder. Und ich kann da absolut nachvollziehen, one more level, one more quest, kann ich völlig nachvollziehen. Und am Wochenende gibt es solche Quests, die musst du in einem Rutsch schaffen, weil es gibt keine Save-Punkte und tot ist tot. Mhm. So. Und dann geht mir doch echt mitten in der Quest der Akku vom Pad aus, ja. Und ich stehe natürlich mitten auf so einer Falle gerade, die ganze Zeit so Pfeile auf meinen Hero da drauf schießt. Und ich suche das zweite Pad, ich suche verzweifelt das zweite Pad, wo ist das zweite Pad? Und ich sehe halt nur so, wie so die Health immer weniger wird, ja. Und dann kommen so diese Sprüche und die geht so hoch. Und ich habe wirklich so 2 Minuten gegen dieses Drama und ich habe das scheiß Pad nicht gefunden. Und ich war schon 2 Stunden in diesem Dungeon. Oh und ja. Das ist mein dritter Versuch. Ich war etwas angepisst. Aber das nur so am Rande, ja, so zum One More Thing. Und ich wollte schon ausmachen, habe ich es nochmal gemacht. Okay, wir sind abgeschweift. Ja, also deswegen glaube ich, dass wir von Gabriel nicht mehr allzu lange was haben werden. Und ja. Das ist ich könnte damit so. Leben. Ja, ja, genau. Ja, ich fand es eigentlich schade, weil der hatte zwischendurch mal so Anwandlungen irgendwie so, also vor allen Dingen, das ist gerade mal ein paar Folgen her, irgendwie so 5 Folgen oder sowas, da hat er plötzlich angefangen, so die Leitung zu übernehmen in der Gruppe und so alles zu organisieren, als die Whisperer da dieses komische Ding da angegriffen haben, wo sie sich verschanzt hatten, dieses Krankenhaus, wo die auch immer, wo auch immer dieses Krankenhaus herkam, keine Ahnung. Aber da war er plötzlich so der Chef und hat alles organisiert und sowas. Und ich dachte, okay, cool, Gabriel findet vielleicht noch eine Rolle oder sowas. Und jetzt ist aber irgendwie, also... Das hat mir gar nicht gefallen. Ja. Und Aaron mochte ich auch früher lieber. Ja. Ja, also wie gesagt, ich fand ganz nett, war, da hätte ich gerne mehr von. Ich hätte gerne mehr Walker-Alltag. Wir haben auch schon oft darüber gesprochen, dass Walker immer dann gefährlich sind, wenn das Drehbuch es braucht und immer dann völlig harmlos sind. So. Nach 10 Jahren Zombie-Apokalypse hätte ich jetzt gerne mehr Walker-Alltag. Solche kleinen Gags wie mit dem Wecker. So kleine Dinge in jeder Folge mal so 1, 2, wie man sich damit jetzt arrangiert. Fände ich ganz nett so fürs Worldbuilding und für so das Gefühl, okay, die haben sich da jetzt halt eingelebt und sich damit arrangiert. Das mal so. Stimmt voll, aber ich fand dann diese Passage dann doch im Endeffekt zu lang. Also ja, natürlich ist sie zu lang. Sie stehen dann da irgendwie vor diesem Laden und klettern da oben drauf und dann sehen sie, ah, hier hatten sich auch 2 angekettet, die irgendwie miteinander sterben wollten und da. Und ich so, ja, ich hab's verstanden. Ihr findet jetzt überall nur Walker. Ist mir klar. So, ich hab's aber auch nach 2 Minuten schon verstanden. Ihr müsst mir das nicht 10 Minuten lang zeigen. Genau. Ja. Das sind nette Ideen für jede zweite Folge eine. Ja, oder von mir ist auch in jeder Folge, da hast du schon recht, irgendwie so einen Zombie-Alltag zu zeigen, das finde ich schon auch sinnvoll. Ja. Aber sie haben es ja ausgereizt und das liegt vielleicht auch daran, dass sie irgendwie eine kleine Idee für diese Folge hatten, aber diese kleine Idee hat dann nicht irgendwie 45 Minuten gehalten.
Ich frage mich sowieso, warum diese Zusatzfolgen, warum die nicht als Webisodes irgendwie gemacht haben oder so. Danke. Als 10 Minuten oder so. Danke. Exakt den Gedanken hatte ich nach dem Gucken der Folge 20 nämlich auch, wo ich mir gedacht habe, so ehrlich, ich meine, die waren ja, die, also Folge 20, ich glaube, da haben sie noch Geld zurückgekriegt, so günstig ist die gewesen. Ja, die hat, glaube ich, gar nichts gekostet. Ja, es ist, also, ja, ja, ich hab da wirklich auch gedacht, so, hey, so wie das Battlestar Galactica gemacht hat, die haben auch so Webisodes mal rausgebracht. Genau so ein Ding. Das als Short Tracks, als, ja, völlig fein. Dann würden wir heute nicht hier sitzen und sagen, boah, dann könnte ich so eine Daryl-Liebelei. Das ist ja, du hast vollkommen recht, so als viertelstündige Kurzepisode. Nice. Ja. Ja, aber es trägt eben keine 45 Minuten. Und ich finde es dann auch seltsam. Dann haben sie wirklich nochmal einen Gast da mit Kinoerfahrung. Wann hatten sie zuletzt einen Gast da mit Kinoerfahrung, ehrlich gesagt? Oh, ja. Und den hauen sie dann hier so weg irgendwie und versuchen da vielleicht noch irgendwie Quoten zu kriegen. Die Quoten sind total im Keller bei The Walking Dead, wie man gerade so hört. Die IMDb-Ratings auch. Ja, die IMDb-Ratings auch, aber die sind mittlerweile bei 2,5 Millionen nur noch, die eine Folge gucken. Die waren mal irgendwann bei 17 bis 20 oder sowas. Das ist einfach nur krass, wie sehr das runtergegangen ist. Aber ich meine, kostet ja auch nichts, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Die drehen mittlerweile digital, die mussten mal Zombies anmalen, du hast schon recht. Also die Folge mit Princess, da haben sie halt Princess, Ezekiel und Eugene bezahlt und diesen komischen Dude da, der interviewt hat, und dann haben sie noch zwei Zombies angemalt. Das könnten aber auch einfach irgendwelche Statisten gewesen sein, so finde ich. und es waren wahrscheinlich sogar noch Fans, die es für lau gemacht haben. Genau. Also, bleiben wir noch kurz bei Folge 19. Also, ja, also wie gesagt, Gabriel, haben wir gesagt, verstehen wir die Charakterentwicklung nicht so. Ich verstehe sie auch nicht. Hoffen wir, dass er bald Geschichte ist. Aaron, ja, okay. Gehen wir doch zum Gast da. Komm, jetzt haben wir mal den T-1000, der endlich mal eine Rolle hat, wo er sich nicht als T-1000 parodiert. Das war nämlich so Robert Patricks Schicksal, die ersten Jahre nach Terminator 2. Da musste er jedes Mal eigentlich irgendwie so eine, er musste halt praktisch diese T-1000-Vibes immer transportieren. Das war dann so sein Character-Model, auf das er dann gebucht wurde. Ja, ich sehe ihn auch immer wieder gern, wobei er für mich inzwischen halt, weil ich ihn aber nur in solchen Event-Serien in Anführungszeichen immer nur so im Cameo sehe, weil ich habe ihn das letzte Mal in Akte X als Regular gesehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und das ist auch schon 15 Jahre her. Das war, glaube ich, die vorletzte Staffel Akte X oder so. Da hat er dann hat er dann mitgespielt. Seitdem habe ich ihn nur noch als Cameo und auf dem Schirm. Aber ich gucke mir gerade sein Oeuvre bei Wikipedia an. Das liegt an mir, das ist nicht an ihm. Also ich gucke einfach viel zu wenig von dem Kram, der da ist. Aber von daher fand ich das schön. Und wie du sagst, das ist halt völlig verballert irgendwie. Also man hat irgendwie das Gefühl, das Geld, was für zwei Episoden hat reichen müssen, ist halt in seine Gage geflossen. Und da war für 20 halt nur noch die Fiebergong-Geschichte übrig. Ja, das war, keine Ahnung, ich fand in Folge 19 waren so viele Logiklöcher drin, also wenn das wenigstens ein schönes Drehbuch gewesen wäre, aber dann malt Maggie eine Karte, in der alles, was die aufsuchen, schon geplündert ist. Ach ja, Maggie hat ja auch diese Karte gemalt, warum soll denn noch irgendwas da sein, wenn Maggie doch schon wusste, wo die einzelnen Orte waren? Dann war sie doch offensichtlich selber schon da, dann hat sie es doch garantiert auch geplündert. Das auf der einen Seite. Aber dann hat sie offensichtlich das gesamte Gebiet kartografiert, sagt man das so? Genau. Ja. Und plötzlich mitten im Wald ist eine riesige Lagerhalle, die sie natürlich nicht gesehen hat. Das ist doch alles irgendwie Kappes, wie du immer so schön sagst. Ne? Ja, ja, das ist es auch. Das ist es auch, ja. Und nur wie gesagt, bei Walking Dead bin ich einfach da verzeihlicher, weil ich vom ganz anderen Niveau ausgehe. Aber ja, natürlich hast du vollkommen recht, aber das habe ich, da rege ich mich schon lange nicht mehr drüber auf, weil diese Welt, aber ich habe es gerade, die macht einfach keinen Sinn. Die macht keinen Sinn, die Dimensionen machen keinen Sinn, es macht alles keinen Sinn. Trotzdem, also was mich genervt hat an dieser Folge war, Russisch Roulette ist halt done to death. Das ist halt absolut durchgenudelt. Und ganz ehrlich, das habe ich auch schon besser gesehen. Es war jetzt nicht schlecht, aber ich habe es auch schon besser gesehen. Ich habe mir nur so gedacht an einer Stelle, die Patrone ist jetzt im Lauf. Du hast die Waffe. Erschieß ihn doch. Ja, das frage ich mich bei Russisch Roulette ja sowieso die ganze Zeit. Aber ich fand, das ist auch ein Logikloch.
du kannst nicht bei Russisch Roulette hören, wann der Lauf bestimmt ist. Das würde jegliches Russisch Roulette komplett zunichte machen. Das ist doch völliger Quatsch. Da funktioniert das ganze Konzept nicht mehr, wenn du hören kannst, wann der Lauf bestimmt ist. Das ist richtig. Mit einer Pistole macht es keinen Sinn und bei einem Revolver könnte dein Gegenüber aber sehen, wo die Kugel ist. Also das könnte das Gegenüber ja dann schon sehen. Aber wie gesagt, es ist halt einfach so, du weißt ja, Plot Armor hat unser Hörer vorhin geschrieben. Die zwei haben natürlich eine Plot Armor. Es ist halt 0,0 spannend. Den Twist oben mit seinem Bruder, okay, den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Mit seinem Bruder. Ich dachte ehrlich gesagt, da oben hat er noch ein Kind oder so. Weil ich im ersten Mal dachte, ach nee, da oben ist jetzt kein Kind oder so, ne? Oh, bitte jetzt nicht noch irgendwie ein Kind. Und dann roch das so und ich so, okay, ach, da oben ist bestimmt seine Familie, die hat er komplett umgebracht. Okay, und dann war es ja dann ungefähr dann so, dass es dann sein Zwillingsbruder war, fand ich nochmal nett. Und dass der sich halt sofort erschießt, war nochmal so ein, ja, hat ein bisschen Gravitas in eine ansonsten sehr dünne Folge gebracht, ja, also. Nee, tut mir leid. Ich sage ein bisschen verstanden. Und ich habe auch ganz bewusst das Fremdwort benutzt, um mich etwas drüber lustig zu machen, ja, es sollte Schwere darstellen, wo keine ist. Es war ein absolut sinnloser Twist. Die kommen da hoch, finden den Bruder, der natürlich vom selben Schauspieler gespielt wird und der erschießt sich sofort. Also es hat noch nicht mal irgendeine Auswirkung, dass der da noch ist. Das Einzige, was man sagen kann, ist, oh, Gabriel hat jetzt einen Typen getötet, bei dem er geglaubt hat, dass er seine Familie umgebracht hat, weil er hat es ja gesagt, so, und hat das falsch eingeschätzt. Aber im Endeffekt, was soll uns das jetzt sagen? Dass Gabriel einen schlechten Menschenkenntnis hat oder dass Gabriel ein zu gutes Menschenbild hat, weil er dem dann geglaubt hat? Also das ist mir völlig unklar. Ach, keine Ahnung. Du versuchst Sinn darüber zu bringen, da drin rein, Sinn reinzubringen, wo es keinen gibt. Ja, das kann sein. Ich will wieder richtige Walking Dead-Folgen sehen. Ich sehe ja auch, also das ist ein Zugeständnis, dass sie diese Episoden hier gemacht haben. Man sieht ja die ganze Zeit, dass sie wirklich da versuchen, mit Mini-Crew zu drehen und möglichst wenig Schauspieler, die irgendwie da aufeinandertreffen sollen. Und sowas. Das wäre aber doch eigentlich der Punkt, wo man doch dann auch mal einen raushauen könnte. Das sind doch eigentlich genau diese Voraussetzungen, wo doch kreative Menschen zu Bestleistungen aufblühen. Ja, ja, aber vielleicht Geld, sind die nicht so gut. Keine Mittel und da müssen wir jetzt das Beste draus machen. Da können ja eigentlich normalerweise nur geile kreative Sachen rauskommen. Aber ja, nicht hier. Das ist... Wenn wir da nochmal kurz zu Star Trek kommen, in dem Moment, wo Star Trek kein Geld gehabt hat, waren sie oft am besten. Und ja, das gilt auch für die letzten Jahre. Die Short Tracks sind vielleicht das Beste, was die letzten Jahre so rausgekommen ist, weil das durchgängig hohe Qualität ist. So. Und das sind mit wenig Kohle produzierte Sachen. Und ich glaube tatsächlich teilweise, dass die es dann einfach nicht besser können. Ich meine, wenn ich an Breaking Bad zum Beispiel zurückdenke, natürlich war Breaking Bad eine Ausnahmeserie, aber die Folge, die Fliege, The Fly, glaube ich, heißt ja auch auf Englisch, ja. Die hat vielleicht 5 € gekostet oder sowas. Ne? Bis auf die Schauspieler. Du hast das Set, du musst ja im Prinzip nichts machen. Du hast da eine Crew in dieses Set gestellt und fertig und dann irgendwie mal einen Tag lang gefilmt. Die war brillant. So, aber das musst du halt auch erstmal schreiben. Ja, und allerdings. Ich traue es Ihnen gerade nicht mehr zu. Ganz kurz, ich habe gerade mitbekommen, dass irgendwie du ein bisschen hallig bist, was nicht an dir liegt, weil bei mir hört man dich total super. Könnte der Chat vielleicht kurz mal schreiben, ob der Andreas irgendwie hallt? Also bei mir kommt das nicht an, wenn das bei euch im Stream ankommt, dann sag doch mal, ob er hallt, weil dann müsste ich nochmal gucken, hier irgendwo auf die Suche gehen. Und dann sagt mir doch mal, ob der bei euch hallig rankommt. Bei mir im Kopf, im Ohr bist du nämlich total sauber. Deswegen sagt mir doch mal eben schnell, ob er bei euch hallig ankommt. Es könnte aber sein, wenn du bei dir, Andreas, im Jitsi das nicht gemutet hast, dein Mic. Mhm. Mach das mal, weil wir reden hier über Discord. Ja.
Und du müsstest im Jitsi das auch noch muten. Hast du das jetzt gemacht? Hatte ich nicht gemutet. Jetzt bin ich da gemutet. Okay, gut. Dann liegt das. Ist aber nicht schlimm, weil ich müsste, die lokale Aufnahme ist dann trotzdem, glaube ich, sauber, weil das, was ich aufnehme, also das, was ich höre, nehme ich hier auch auf. Okay, dann also. Danke auf jeden Fall für den Kommentar, wer das auch mal war, wahrscheinlich bei Discord. Ja, vielen Dank. Genau. Genau. Also dann danke dafür und sagt euch uns ruhig dann ticken. Ah, viel besser. Ja, sagt uns doch dann früher Bescheid. Da quatschen wir schon 40 Minuten. und keiner sagt was. Ja, also wie gesagt, russisch Roulette, Done to Death, Patrick irgendwie ein bisschen verschenkt, Pseudoschwere angedeutet, wo keine ist. Und am Ende hätten eigentlich 20 Minuten irgendwie für das ganze Ding auch gereicht. Ja, wie gesagt, ich finde die Folge halt besser im Vergleich zur nächsten. Das ist der Punkt, ja. Und von allen Vieren, wir können ja gleich reden, was von allen Vieren bisher die beste war. Dein Urteil über Princess, was ist eigentlich deine Meinung zu Princess? Ich glaube, du mochtest sie nicht. Doch, ich mochte sie, genau. Ich mochte die als neuen, auch ein bisschen ausgeflippten Charakter und ich muss sagen, ich mag sie auch nach dieser Folge noch und deswegen möchte ich eine kleine Lanze für diese Folge brechen. Es war jetzt auch kein Meisterwerk oder sowas und ich stimme dir zu, man hätte sich im Prinzip beide Folgen so ein bisschen schenken können. Aber ich mag den Gedanken, den die Folge hier ins Drehbuch geschrieben hat, nämlich dieser Gedanke, dass uns irgendwann klar wird, Princess ist eine unzuverlässige Erzählerin. Das heißt, alles, was wir in dieser Folge sehen, müssen wir ab einem bestimmten Punkt hinterfragen. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob Eugene tatsächlich in diesem Wagen hinter ihr war. So. Ich finde, das ist eine offene Frage und das mag ich total gerne. Was hat Princess jetzt überhaupt gesehen? Was war Einbildung? Was war vielleicht nur eine Neurose, die aus ihrem Schuldgefühlen her stammte? Ich glaube, dass sie tatsächlich am Anfang nach der Waffe gegriffen hat und danach ist sie vielleicht in eine Psychose gefallen und hat überhaupt nichts mehr gesehen. Vielleicht ist auch Unico nicht wirklich was passiert, weil ich traue immer noch diesem Commonwealth, was wir da jetzt sehen, also den Stormtroopers, den traue ich eigentlich zu, dass sie eigentlich eine coole Truppe sind. So, die wollen halt gerne was checken. So, die wollen halt gerne gucken, wer da gerade zu ihnen in die Gruppe kommt. Dabei kann man natürlich darüber diskutieren, wenn das denn passiert ist. Ne? Das finde ich immer die schöne Frage dabei. Da kann man darüber diskutieren, ob das sein muss, sie komplett nackt dahin zu stellen, um zu testen, ob die nicht irgendwo eine Waffe hat oder sowas. Beziehungsweise, nein, man muss das eigentlich nicht diskutieren. Das geht eigentlich nicht, das so zu machen. Ne? Man kann auch Leuten die Unterwäsche anlassen und trotzdem sehen, ob die eine Waffe dabei haben oder nicht. Oder auch eine Bissspur haben oder nicht. Aber grundsätzlich, ich glaube, dass die Commonwealth-Leute eigentlich ganz gut sind und dass wir alles, was hier so negativ vom Commonwealth ausgegangen ist, aus der Sicht einer unzuverlässigen Erzählerin gesehen haben. Und das mag ich, diesen Gedanken mag ich eigentlich ganz gern. Zwischendurch war die Folge trotzdem stinkend langweilig. Also das ist die andere Seite der Medaille. Ja, also ich mag Princess grundsätzlich auch. Ich mag diese Schauspielerin. Ich weiß, dass der Charakter sehr umstritten ist. War er schon in den Comics, ist er jetzt auch. Hat aber mit der Schauspielerin nichts zu tun. Es ist einfach, Charakter sind nicht immer die Stärke der Drehbuchschreiber in dieser Serie. Das wissen wir ja. Mich hat angekotzt, also ich habe beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, ich glaube nicht, dass wir die Eugene-Story sehen. Okay, habe ich ein bisschen daneben gelegen. Und dann zeigt man es und dann wedelt man damit so, hallo, guck mal, nein, ich zeig's dir doch nicht. Ah, guck, nein, doch nicht. Ja, jetzt ein bisschen, nein, doch, kein Commonwealth. Und das habe ich gehasst. Ja, dieses die ganze Zeit so ein bisschen da so rumwedeln und mit dem Commonwealth und dann aber doch nichts kommen, das fand ich wirklich zum Kotzen, dann hätte ich es echt gelassen. Der Twist, den hast du ja auf 5 Meilen gegen den Wind schon gerochen. Also, dass sie sich das nur ein, das war ja, also. Aber wann hast du den gerochen? Ich hab's sofort. Sofort. Okay. Sofort. Okay. Sofort. In dem Moment, wo ich Ezekiel gesehen habe und ja, dann war seine Krebsgeschwulst war weg. Er hat den Typen zusammengeschlagen wie nur irgendwas. Da habe ich mir gedacht, das ist nicht Ezekiel und da stimmt irgendwas nicht, ja. Aber dann hatte die Folge ja schon 20 Minuten oder so.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ab dann war es ja, aber es war mir halt, also ich habe halt gleich gesehen, das ist jetzt nicht Ezekiel, die jetzt, wir sehen jetzt hier kein Ausbruch, kein Heist-Movie, ja, wie die jetzt hier ausbrechen oder so. Das kommt jetzt irgendwie nicht. Und ja, ich fand es ja schön, dass man diesem Charakter so eine Backstory gibt, aber dann frage ich mich ernsthaft, warum muss sie das jetzt einfach nur einer vielleicht fiktiven Yumiko erzählen? Zeig's uns doch einfach. Das kann doch jetzt auch nicht teurer gewesen sein. Ja? Du meinst die Rückblicke mit der Familie, oder was? Ja, genau. Genauso wie bei der Maggie-Folge. Zeigt uns das doch einfach. Nutzt doch diese 6 Folgen, um uns das zu zeigen. Dann hätten die auch einen Sinn. Also zumindest mehr als jetzt. Jetzt ja, das ist... Ja, jetzt bekomme ich eine Maggie-Backstory erzählt. Ich bekomme eine Liebesgeschichte von Daryl out of nowhere. So völlig so, hä? Ja? Was? Der lebt 5 Jahre im Wald und dann, hä? Was? So, dann die Gabriel-Folge jetzt mal außen vor. Also, der hat eine Maggie-Folge, hat die Gabriel-Folge. Und jetzt die, wo man ja durchaus sagen könnte, okay, wie ist denn Princess zu der geworden, die sie ist? Warum hat sie sich in ihrer Stadt so eine kleine Wahnwelt aufgebaut mit den Schaufensterpuppen und so weiter und so weiter? Das ist ja interessant. Das würde ich sehen wollen. Ja? Aber ich will es sehen und nicht hören in einem Zug ohne Fenster mit einer fiktiven Yumiko. Das ist mein Problem mit dem Ding. Ja, zwei Gedanken dazu. Der erste ist natürlich, ja, ich hätte es mir auch anders gewünscht, dass diese Folgen anders produziert hätten werden können. Zu viele Verben aneinander. Aber es ging halt nicht, ne? Das waren halt jetzt, sind halt jetzt Corona-Folgen, ne? Ja, okay. Aber ganz ehrlich, für Princess Backstory brauchst du doch, das ist ein Studio-Set von der Wohnung, Vater, Mutter, Kind. That's the story. Ja. Und was halt dann auch noch ist, es hat mich halt ganz fatal an Silas erinnert. Der auch so ausrastet und sich dann an nichts erinnern kann. Bei World Beyond. Vergessen. Ja. Stimmt. Ah, oh Gott. Teilweise sogar gleiche Einstellungen auf die blutverschmierten Hände gucken und dann liegt vor ihm der zusammengeschlagene Vater. In dem Fall der schwer gepanzerte 1,90 große Commonwealth Stormtrooper, der sich gegen eine 61, egal, das nicht wehren kann. Aber das ist mein Problem mit, und das hättest du auch unter Corona-Bedingungen drehen können, so eine kleine Geschichte. Es ist natürlich eine klassische PTSD-Einstellung, die wir jetzt auch in Popkultur wahrscheinlich schon 20.000 Mal gesehen haben. Aber ich finde gar nicht, dass uns so viel erzählt und nicht gezeigt worden ist, weil ich finde, dass uns die Psychosen, die Princess hier hat, ja durchaus auch in dieser Folge gezeigt werden. Also du hast recht, sie zeigen keine Rückblicke, da die Gründe für diese Psychosen, die werden uns erzählt, aber die Psychosen selber sehen wir und ich finde das gar nicht so schlecht gemacht. Nochmal, ich finde, das ist kein Meisterwerk, aber unter diesen 4 Folgen fand ich sie eher im oberen Bereich. Du hast ja eben gesagt, wir sollten mal so ein kleines Ranking aufmachen. Ich sag eben noch ganz kurz was, den Gedanken, den ich nicht vergessen will, bevor wir zum Fazit und zum Ranking kommen. Ich bin gespannt, ob sie aus dieser Psychosennummer jetzt was machen. Dann fände ich das schön. Ja. Wenn also Princess sozusagen immer so ein unsicherer Faktor in allen Planungen ist und sie vielleicht das geheim hält oder wie auch immer, dann wäre das durch, weil jetzt, also die Klischee durchgeknallte, das fände ich jetzt blöd. Nee, ja, stimmt. Die Ulknudel, ja, die Heller von Sinnen im Walking Dead-Universum, das wäre jetzt blöd, ja. Sondern, wenn ihr durchgeknallt sein einen Grund hat und sie jetzt einen Freund Harvey hat, mit dem sie spricht und das zum unsicheren Kantonisten, also lange Rede, kurzer Sinn, bitte vergesst die Idee nicht, weil sie ist gar nicht so schlecht und macht was draus. Das ist mein Appell. Genau. So, Fazit, dein Fazit zu den ersten 4 Folgen. Ja, mein Fazit zu den ersten 4 Folgen, ich hatte ja schon angesetzt, ich fand die Maggie-Folge tatsächlich die beste, weil sie auch so ein bisschen die Story vorangebracht hat. Was ich
glaube, gar nicht so einfach war, weil ich glaube tatsächlich, dass sie schon einen Plan hatten, wie die 11. Staffel anfangen sollten und sich dann aber überlegt haben, okay, wir können das so noch nicht produzieren. Jetzt produzieren wir einfach mal so ein paar Zwischenfolgen, die wir unter Corona-Bedingungen produzieren können, und schieben dann die 11. Folge. Das heißt, ich finde, sie haben hier einen guten Kompromiss gefunden. Sie haben ein bisschen Backstory erzählt, haben vielleicht für unseren Geschmack ein bisschen zu wenig Backstory erzählt und ein bisschen zu viel erzählen lassen, quasi in der Folge. Aber trotzdem fand ich das noch am besten, weil ich auch die Einführung der Reaper mochte und weil ich diese Action-Sequenz mit diesem Reaper in dem Wald mochte, war für mich irgendwie nochmal ein ganz anderer Gegner, hat mir gefallen. Und tatsächlich würde ich aber fast sagen, die Princess-Folge war für mich Nummer 2, weil die anderen beiden fand ich echt doof. Diese Daryl-Liebesgeschichte war für mich erstens schlecht geschnitten und zweitens kam sie aus dem Nichts und drittens passt sie irgendwie nicht zu Daryl. Viertens kann ich noch hinzufügen, hat diese Dynamik zwischen Daryl und Carol an dieser Stelle für mich überhaupt nicht funktioniert, weil ich habe da jetzt im Nachhinein noch drüber nachgedacht. Am Ende sieht es so aus, als wäre die Situation wie am Anfang dieser Folge. Und du hattest es in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, es macht auch irgendwie keinen Sinn, wenn man uns vorher schon gesagt hat, dass Daryl und Carol zusammen eine eigene Serie bekommen. Dann werden die sich jetzt nicht hier völlig überwerfen oder sogar irgendwie angreifen oder verletzen oder so, ne? Es hat bei mir einfach nicht funktioniert. Ich weiß, was sie mit dieser Folge machen wollten, aber es hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Und das allerletzte war wirklich diese Gabriel-Aaron-Folge. Trotz des Gastdarstellers, den ich wirklich großartig finde. Aber diese Folge war eine absolute Katastrophe. Das ist wirklich, ich habe mich richtig, richtig geärgert. Aber auch, ich kann mich auch lange nicht mehr daran erinnern, dass also seit Angela Kang das Ruder übernommen hat, habe ich, glaube ich, nicht mehr so eine schlechte Folge von The Walking Dead gesehen. Aber natürlich, das ist immer Ansichtssache und ihr könnt das völlig anders sehen, aber ja. Mir hat es wirklich überhaupt nicht gefallen. Ja, also, wenn wir die Grundprämisse akzeptieren, dass es jetzt diese 6 Folgen halt gibt. Ja. Und wir sie jetzt halt auch gucken und kommentieren. Dann muss ich bei den ersten 4 Folgen jetzt sagen, also der Punkt, ich mag einzelne Aspekte jeder Folge. Mhm. Ja. Und ich habe auch nichts gegen Grundideen jeder Folge. Ich habe nichts dagegen, dass man vielleicht halt nicht gerade Daryl, aber dass man einem Charakter mal so eine Mystery Woman im Wald gibt für mal so eine Folge. Da habe ich grundsätzlich jetzt gar kein Problem damit. Nur war das vielleicht falsch platziert. Du sagtest schlecht geschnitten, ja. Und der falsche Charakter, Daryl. Völlig, völlig, völlig falsch. Ja. Vor allem, weil man, ja, Punkt. Ich habe sogar Sorge, dass ob jetzt diese Carol-Serie überhaupt eine gute Idee ist. Mhm. Ich war da von vornherein skeptisch, aber ich bin ja jetzt gar nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Also, aber so diese, sowas finde ich ganz nice. Von mir aus kann man auch so eine Mini-Episode machen mit so einem Charakter, aber dann muss mir halt der Charakter ans Herz gewachsen sein oder ich muss ihn besser kennen. Ich kann nicht einfach Princess nehmen und der jetzt eine Psychose andichten mit einem Charakter, den ich überhaupt nicht kenne. Ah ja, okay, dann ist die halt bekloppt. Das erweitert für mich, ich kenne sie ja gar nicht. Ja? Mhm. So, das heißt, da muss ich irgendwie jemanden nehmen, den ich kenne. Vielleicht zum Beispiel wäre ja spannend gewesen, wenn irgendwie, was weiß ich, du holst einen alten Charakter wieder, der ist, hier, da gab es nochmal diesen Rastafari-Typen, der irgendwie abgehauen ist oder sowas. Ja, den meinte ich doch übrigens in der letzten Folge, der an dieser Brücke einfach von irgendwelchen Leuten mitgenommen worden ist und seitdem nie mehr thematisiert. Genau. Ja, was ist mit dem? Wo ist der? Genau. Und dann hättest du doch mal, und dann hätte man, das ist eben das, was ich meine, kein Geld und dann kreativ sein. Und dann hättest du eigentlich diese, wenn diese 6 Folgen sowieso nichts, also und das kreide ich diesen Folgen an, diese Folgen machen nichts mit dem, die bringen uns in der 10. Staffel zu 11. null weiter. Null. Nee, überhaupt nicht. Die eine jetzt. Ein bisschen Tiefe. Ja. Ein bisschen. Jetzt die Folge mit so einem Ticken. Aber wie gesagt, die wählen ja nur mit dem Commonwealth und zeigen sich. Ja. So, die nächste Folge wird wieder Daryl und Carol. Und dann haben wir schon die Negan-Folge und dann ist durch. So. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass keine Folge uns signifikant der 11. Staffel inhaltlich weiterbringt. Null. Keine einzige. So. Ja. Und dann frage ich mich, warum stürzen wir uns dann auf Charakter, die wir alle schon 1000-mal kennen oder dichten denen das an? Dann nehme ich mir doch eigentlich
Das ist doch die Chance, mir mal die Leute zu nehmen, die sonst nie im Vordergrund stehen und denen mal, die einfach mal eine Gag, lass, mach doch mal eine Gag-Folge. Ja, wie heißt hier dieser beste Freund vom König? Den haben wir doch auch auf der German Comic Con hier. Ja, der, genau, der Harry. Ich nenne ihn, in meinem Kopf heißt er immer Harry, Jerry heißt Jerry, genau. Genau, der wäre für eine Gag-Folge richtig schön gewesen, ja. Ja, zum Beispiel, genau, nimm so einen Charakter wie Jerry und mach was mit dem, ja. Nimm, oder seine mit seiner Frau, das ist doch ein nettes Paar. Das wäre doch lustig gewesen, mit den Zweien mal irgendwas. Einfach mal eine Ehealltagsfolge in der Zombie-Apokalypse. Stimmt, ja. Ja? Das wäre doch mal was Witziges gewesen, ja. Oder halt sowas in der Art, um diese 6 Folgen einfach mal. Klar, klappt dann auch nicht alles, aber, und das muss man den Shorttracks lassen, das trauen die sich. Das muss man den Shorttracks wirklich lassen. So komisch die auch manchmal sind und so viele falsche Fährten die auch legen. Aber immerhin, sie trauen sich mal was. Sie machen mal so eine Musical-Nummer. Totales Experimentierfeld, ja. Exakt, und dafür ist ja sowas dann perfekt, dann experimentiert. Doch stattdessen ist es eigentlich 0815-Kost und das dann noch nicht mal gut. Und das ist halt schade. So, dass jetzt wahrscheinlich die Hoffnungen wie bei immer auf der Negan-Folge liegen. Und die sind jetzt inzwischen dann so hoch, andersrum, diese 3-4 Folgen haben die Erwartungen wieder runtergeschraubt, aber eigentlich waren das ja, das sollte ja das Highlight werden, diese Negan-Folge. Endlich wissen wir, was mit Negan ist. Sie haben da Promo gemacht, sie haben da Promo-Entscheidungen getroffen. Negans Frau wird von der Frau von Jeffrey Dean Morgan gespielt. Ne? Sie haben Werbung damit gemacht, dass wir endlich Lucille sehen, also nicht den Baseballschläger. Das ist einfach, es gibt eine relativ hohe Fallhöhe und ich habe ein bisschen Angst davor. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir in 2 Wochen sagen, oh Gott, diese Fallhöhe, da konnte die Folge im Prinzip nicht bestehen und sie hat nicht bestanden. Aber wir werden sehen. Wir haben jetzt noch 2 Folgen vor uns und vielleicht sitzen wir hier in 2 Wochen und sagen, Das haben sie doch jetzt schön zu einem Ende gebracht, diese 6 Corona-Folgen. Ich würde mich freuen, wenn das unser Fazit am Ende wäre. Damit würde ich sagen, packen wir heute mal unser kleines Walker-Stammtisch sozusagen wieder ein. Du hast gesagt, in 14 Tagen hören wir uns wieder, ganz genau. Das ist der 6. April, der 6.4. um 21 Uhr live auf Twitch und auf YouTube. Wenn euch das Dienstag. Heute, ja, bist du da irgendwie verpflichtet? Musst Nö, ich bin überhaupt nicht verpflichtet, aber sind wir gerade 5 Tage lang völlig... Osterdienstag, ist das ein Ding? Ich kenne nur Faschingsdienstag. Nee, ich glaube nicht. aber wir waren da gerade dann 5 Tage völlig ohne jegliche Kontakte, ne? Und dann freue ich mich auch schon wieder mit dir zu sprechen da an der Stelle. Ja, da freue ich mich auch drauf, über andere Dinge freue ich mich nicht. Also von daher, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da, schreibt uns eine WhatsApp oder eine E-Mail an die info@nerdizismus.de, eine WhatsApp an die 01525 964 7709 oder natürlich unseren Discord joinen, nerdizismus.de, und wir hatten es vorhin gesagt, wir Podcaster leben von eurem Feedback, also haut in die Tasten, das freut uns auf jeden Fall immer wieder. Andreas, ich bedanke mich bei dir dafür, dass du heute auch wieder da warst. Die Tonprobleme am Anfang bitten wir zu entschuldigen, wenn ihr das in eurem Podcatcher hört, dann wird es aber auf jeden Fall eine saubere Aufnahme sein, von daher machtet jort, bis die Tage, gute Nacht, und nächste Woche reden wir über Falcon and the Winter Soldier, ganz genau, am Montag, 21 Uhr. Ciao! Eine Produktion des Podcast-Imperiums.